Servus, ihr Lieben. Ich habe heute eine Bestellung reinbekommen, ja. Neue Sachen gekauft. Wie man sieht, so kleine Döschen. Nennt sich Deco Birds. Das sind ganz kleine Perlen. Das ist so wie Art, diese kleinen Perlchen von Nail Art. Ja. Das ist 50 Gramm. 50 Gramm jeweils. Habe ich noch welche in Pink. Das sind ganz kleine Perlen. Gramm. Oh, Kosten sage und schreibe. Je nach Farbe 3,20 €, 3,40 €. Wie lange soll ich damit arbeiten? Also damit kann ich wahrscheinlich drei Flaschen bekleben. Und das war's dann auch schon. Ist ja richtig winzig. Dann habe ich hier noch Blauer Halbstrass, hier noch lila, ich weiß nicht was für Pflaumen lila, ich weiß es nicht, was das jetzt genau ist. Dann habe ich hier noch solche, den jetzt nicht für Flaschen, die sind eher für mich. Eine neue Bastelschere und ein paar Strasssteinchen, halbe. Und dann habe ich mal was ganz Neues. Marmorierfarbe. Habe das jetzt mal neu bestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Das ist Glitzer Silber. Muss man mal probieren. Stecknadeln, Stecknadeln, Stecknadeln. Dann habe ich. Das haben sie neu irgendwie mittlerweile verpackt. Die Glaskonturpaste. Jetzt habe ich ja eigentlich auch mal eine schwarz gekauft. Jetzt haben die neu verpackt. Dann habe ich eine schwarze Porzellanfarbe. Das sind verschiedene. Das sind, obwohl es schwarz ist, sind sie nicht immer alle deckend. Dann habe ich hier noch eine schwarze und noch eine schwarze. Jetzt habe ich drei verschiedene Schwarztöne. Deckend, nicht deckend, glanzt, nicht glanzt, keine Ahnung. Ey, da muss er erstmal durchblicken. Dann habe ich hier noch Cremeweiß und das, darauf habe ich mich am meisten gefreut, Metallicweiß. Cremeweiß, Metallicweiß. Cremeweiß braucht man auch ab und zu, weil nicht jeder hat das Weiß transparent. Dann habe ich Metallic Rosa. Sieht aus wie Nagellack. Metallic Rosa. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Farben dann halten werden. Sehen komischerweise gleich aus, aber sind nicht gleich. Das muss ich mal testen.